Darmkrebs ist ein bösartiger Tumor des Dickdarms, einschließlich des Rektums und Aesophagus in der Krebsart. Da es eine Verläuferläsion aufweist, 95% der Dickdarmkrebserkrankungen beginnen als gutartige Dickdarmvorliefen, die mit der Zeit wachsen und bösartig werden. Wenn die Krankheit früh genug diagnostiziert wird, kann sie in den meisten Fällen geheilt werden. Diese sind 14 Zeichen, die Sie erkennen können. Wenn sich diese gefährliche Krankheit entwickelt, sehen Sie sich das Video bis zum Ende an. Denn wir zeigen Ihnen und Ihren Verwandten, wie Sie Darmkrebs verbeugen können. Das häufigste Syndrom, der erwähnt werden kann, ist ein hartes Blut in Ihrem Körper. Möglicherweise bemerken Sie offensichtliche Blut im Stuhl oder einen dunklen Stuhlgang, was auch Blutungen im Darmtrakt oder im Rektum hinweisen kann. Manchmal können Blutungen vorhanden, aber nicht sichtbar sein. Dieses wird ein akutes Blutbesorgnis und kann möglicherweise erst entdeckt werden, wenn eine Blutuntersuchung eine niedrige Anzahl roher Blutkörperchen anzeigt. Ein weiteres häufiges Syndrom für Darmkrebs ist eine anhaltende Veränderung ihrer Darmgewohnheiten. Änderungen der Darmgewohnheiten, die auf Darmkrebs hinweisen können, umfassen folgendes. Normalerweise müssen Sie mehr kacken und Ihr Kot kann auch flüssiger werden. Es kann zu zunehmender Verstopfung oder abwechselnd zur Verstopfung und Durchfall kommen. Das Gefühl, dass Sie Ihren Dickdarm nicht vollständig entleert haben, ist häufig, wenn sich der Tumor im Rektum befindet. Dieses kann unangenehm sein und Sie können ständig den Drang verspüren, auf die Toilette zu gehen. Ihr Stuhl ist mal als normal, sogar so dünn wie ein Bleistift. Wenn diese Änderungen länger als ein paar Tage dauern, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Bevor Sie fortfahren, laden wir Sie ein, diese wertvollen Videos in Ihren sozialen Netzwerken zu teilen und es mit Ihren Freunden und Verwandten zu teilen. Auf diese Weise können Sie anderen das Leben retten, wenn Sie diese Informationen kennen. Wenn Sie weitere nützliche Informationen zu Gesundheitsthemen und Hausmitteln erhalten möchten, klicken Sie auf die Starflix abonnieren und drücken Sie auf das nebenstehende Glöckchen. Auf heute erhalten Sie jeden Tag unseren Rat. 3 anhaltende Schmerzen im Unterleib, Blähungen oder Beschwerden. Wenn Sie anhaltende Schmerzen im Unterleib, Blähungen oder Beschwerden haben, können Sie an Darm- oder Rektalkrebs leiden. Sie können eine koliartigen Schmerz oder Vagebeschwerden in Ihrem Bauch spüren. Sie können sich auch allgemein unwohl fühlen, zum Beispiel lustlos oder müde, weil Sie bloß auch den Darm verloren haben und möglicherweise allmählich geworden sind. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie häufig Bauchschmerzen und Blähungen haben, die keine offensichtliche Ursache haben. Ein weiteres Syndrom von Darmkrebs ist Übelkeit und Erbrechen. Wenn Sie anhaltende Übelkeit, Anzeichen von Dehydration oder Erbrechen haben, die länger als 24 Stunden anhalten, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Diese Syndrome können durch einen Dickdarm- oder Rektatumor verursacht werden, der den Darmverstopf und den Durchgang von flüssigem oder festem Abfall oder Gas behindert. Eine Darmblockade kann auch von schmerzhaften Bauchkrämpfen, Blähungen oder Verstopfung begleitet sein. 5. Appetitlosigkeit, Gewichtverlust ohne klare Ursache und Schwäche. Appetitlosigkeit, Gewichtverlust ohne eindeutige Ursache und Schwäche sind mögliche Anzeichen für Dickdarm- oder Rektumkrebs. Anhaltender Durchfall kann zu Gewichtverlust führen. Magenschmerzen und Übelkeit können Ihren Appetit vergingen, sodass Sie nicht genug Nahrung zu sich nehmen, um Ihr Gewicht zu halten. Alle diese Probleme sowie Anämie können zu Schwäche führen. Sektanämie, häufige Symptome einer Anämie sind Halsbläser, erhöhte Herzfrequenz, Müdigkeit, Schwindel und unregelmäßige Menstruation. Bei Patienten mit Dickdarm- oder Rektumkrebs können Darmblutungen zur Anämie führen. Hier sind 5 einfache Möglichkeiten, um Darmkrebs vorzubeugen. Regelmäßige Screening-Tests auf Darmkrebs sind der beste Weg, um sich vor der Krankheit zu schützen. Es kann Krebs frühzeitig erkennen, wenn es am besten behandelbar ist und die Krankheit verhindern, indem es abnormale Wucherungen befindet, die als Vorliefen bezeichnet werden und sich in Krebs verwandeln können. Ein gesundheitliches Gewicht beibehalten, außer dem Rauchen,
Erhöht nicht das allgemeine Krebsrisiko mehr als Übergewicht? Wenn Sie zugenommen haben, besteht das erste Ziel realistischerweise darin, die Gewichtszunahme zu stoppen. Dann arbeiten Sie langsam, um ein paar Pfund zu verlieren. Rauchen Sie nicht. Rauchen ist eine Hauptursache von mindestens 14 verschiedenen Krebsarten, einschließlich Darmkrebs. Begrenzen Sie rotes Fleisch, insbesondere verarbeitetes Fleisch. So viel rotes Fleisch wie Steak, Hamburger und Schweinefleisch zu essen, erhöht das Risiko für Darmkrebs. Unverarbeitetes Fleisch wie Speck, Würz und Bourguignon erhöht das Risiko noch mehr. Versuchen Sie nicht mehr als 3 Portionen pro Woche zu essen, weniger ist noch besser. Trinken Sie Alkohol nur mäßig, wenn überhaupt. Alkohol ist in Maßen herzgesund, kann aber das Risiko für Dickdarm und andere Krebsarten bereits bei niedrigen Konzentrationen erhöhen. Was bedeutet das? Wenn Sie mäßig trinken, bis zu einem Getränk pro Tag für Frauen, 2 pro Tag für Männer, gibt es wahrscheinlich keinen Grund für Sie aufzuhören. Wenn Sie jedoch nicht trinken, gibt es keinen Grund für Sie anzufangen. Starke Trinker sollten versuchen, zu reduzieren oder aufzuhören.